Alles muss raus. In der Kirche St. Norbert in Kaiserslautern wird heute die Orgel abgebaut. Und in ein paar Wochen kommen die Abrissbagger. Es ist ein schwerer Gang für die katholische Frauengemeinschaft. Jahrzehntelang war das ihre Kirche. Heute ein letzter Besuch. Gott, wie schrecklich, wie das aussieht. Ganz traurig. Ist furchtbar. Sehr traurig. Abschied von der St. Norbert Ach, unser Jenny Kirsch. Ach, das ist ja furchtbar. Und die schönen Fenster. Man macht keine Kirche leer. Das macht man nicht. Das tut man nicht, finde ich. Einfach eine Kirche entweihen und so weiter. Das muss nicht sein. Bis zum Speyer. 100 Kirchen wollen sie wegmachen. Ich finde das schlimm. Einfach schlimm. Für die Gemeinde ist der drohende Abriss ein Schock, für die Kirchenverwaltung ein Rechenexempel. Die Sanierung zu teuer, der Gottesdienst zu schlecht besucht. Den Kirchen laufen die Gläubigen weg. Frau Biali, Sie engagieren sich ja hier in der Gemeinde seit Jahrzehnten. Wie sehen Sie denn die heutige Krise der Kirche? Liegt es vielleicht auch an der Kirchenführung selber? Auf jeden Fall liegt es auch daran. Das ist doch wahr. Also ich glaube, die in Rom, die meinen immer noch, die Sonne kreist um die Erde. So kommt es mir vor. Und über vielen Gotteshäusern kreist die Abrissbirne, trotz des Milliardenvermögens der katholischen und der evangelischen Kirche in Deutschland. Doch wenn weiterhin jedes Jahr mehr als 400.000 Menschen austreten und keine Kirchensteuer mehr zahlen, könnte es in Zukunft finanziell eng werden. In der Erzdiözese Freiburg soll Immobilienmanager Becherer herausfinden, welche Gebäude sich die Kirche noch leisten kann. Und vor allem, welche nicht. Die Frage ist natürlich, wie werden die Gebäude genutzt? Und wir haben natürlich auch Kirchenaustritte, wir haben einen Rückgang an Kirchenbesucher. Und von daher wird die Zahl der Kirchen, die wir haben, nicht mehr in der Form benötigt. Tausende Kirchen, katholische und evangelische, stehen in Deutschland leer. Viele werden verkauft, umgenutzt oder abgerissen. Wie schlimm steht es um Gotteshäuser in Deutschland? Unsere Recherche beginnt in Kaiserslautern. St. Norbert ist kein architektonisches Juwel. Aber die kleine Kirche hat, mitten in einem der ärmeren Stadtviertel, jahrzehntelang gute Dienste geleistet. Bis das Erzbistum Speyer auf die Idee kam, nachzuzählen. Nur 3.200 Gottesdienstbesucher pro Jahr. Dafür eine Kirche offen zu halten, lohnt sich nicht, sagt das Bistum. Dann lieber abreißen und eine Kita bauen. Da trägt der Staat den Großteil der Betriebskosten. Heute, später am Abend, wird das Gotteshaus durch den Bischof entweiht. Der Abschiedsgottesdienst wird im Internet übertragen. Pfarrer Steffen Kühn ist gleich für 6 Gemeinden zuständig. Eine Kirche, ein Pfarrer, das ist lange her. Heute wird der Priestermangel verwaltet. Das ist ein ganz besonderer Tag. Das mache ich zum ersten Mal, von einer Kirche Abschied nehmen mit der Gemeinde. Und es ist ja nicht so, dass wir uns zurückziehen, sondern es entsteht ja etwas Neues. Der Kindertagesstätte. Genau, von der wir uns viel erhoffen, da Kirche zu leben, Kirche zu sein. Jetzt hatte ja die katholische Kirche traditionellerweise mal einen Anspruch für die gesamte Gesellschaft. Inzwischen gibt es aber, glaube ich, nur noch 27% Richtig. Katholische Christen in Deutschland. Das ist ja nicht mehr viel.
Ja, und wenn wir es ökumenisch sehen, müssen wir ja sogar sagen, wenn die Entwicklung so weitergeht, dass dann in den nächsten Jahren die Zahl der Christen in unserem Land unter die Hälfte sinken wird. Mit den evangelischen zusammen. Das heißt, unter 50%. Die Christen sind zwar noch die größte, aber nicht mehr die Mehrheit. Aber was ist denn los mit unserer Gesellschaft, dass keiner mehr in die Kirche geht? Sind die vom Glauben abgefallen oder sind die nur von den Kirchen abgefallen? Kirche ist nicht nur der Ort, wo man hingeht zum Beten und zum Feiern. Kirche ist auch da, wo christliche Werte umgesetzt werden. Das Problem ist nur, dass die christliche Botschaft viele Menschen offenbar nicht mehr überzeugt. In einer durchtechnisierten, rationalen Welt scheint für den lieben Gott kein Platz zu sein. Und die Kirche zahlt heute den Preis für jahrzehntelange Versäumnisse, autoritäre Strukturen, fehlende Gleichberechtigung, Machtmissbrauch. Kurz bevor Bischof Wiesemann St. Norbert entweiht, bekommen wir den Unmut der Basis zu hören. Die Kirche muss nicht mit der Zeit gehen. Sie braucht ihre Prinzipien. Das ist schon richtig. Aber manches ist so verhärtet. Von den Strukturen her? Ja. Und das, das kommt nicht mehr an bei den Leuten. Ich habe schon oft gesagt, früher hat es immer geheißen, die Mutter, unsere Mutterkirche. Mutterkirche, das war so ein Ausdruck. Aber wo bleibt denn die Mutter? Eine Mutter muss ihr Kind zuerst lieben und dann liebt das Kind zurück. Wo bleibt die Liebe der Kirche zu ihren Kindern? Das frage ich mich manchmal. Nicht immer, aber manchmal. Ja, ja. Sie sind ja Vorsitzende der Frauengemeinschaft. Stellvertretende. Entschuldigung. Sie sind ja stellvertretende Vorsitzende der Frauengemeinschaft. Ist Ihnen die Kirche auch einfach zu männlich? Hört die zu wenig auf die Frauen? Das sowieso. Das sowieso. Ich sehe das nicht ein, dass das so weitergeht, wie es jetzt ist. Dass zum Beispiel Frauen keine Pfarrerinnen werden dürfen? Ja, natürlich. Das ist ein großes Problem. Und ich frage mich, ob die evangelischen Frauen gescheiter sind oder ob die mehr von Gott berufen sind als die katholischen Frauen. Weil die Priesterinnen werden dürfen? Ja. Nö, die haben nur eine Kirche, die nicht so streng ist. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Die haben niemanden, also keine so große Gewalt hinten dran. Sind Sie katholisch, oder? Ja. Und waren Sie ab und zu mal in der Kirche drin hier? Ich wollte halt auch rein, aber ich habe keinen Platz gekriegt. Wegen Corona dürfen nicht so viele rein. Dürfen nicht viel rein. Sind Sie denn sonst ab und zu mal sonntags in der Kirche, oder? Immer. Oder meistens, sage ich nur. Jetzt in der Zeit nicht so viel. Jetzt wird die Kirche heute entweiht und dann abgerissen. Wie finden Sie denn das? Ja. Ich finde es eigentlich, ist es so ein Einschnitt. Ne? Jetzt soll es so kommen, dass man dann in die Christuskirche geht. In die evangelische. Dass die für unsere Mess halt. Aber das ist ja, müssen wir uns auch tragen werden. Ne? Ist halt nicht mehr so, dass die katholische Kirche so überall präsent ist. Es gibt halt einfach immer weniger Katholiken. Ne? Na, es gibt schon noch genug, aber sie gehen nicht mehr rein. Das kommt noch dazu, dass die das gibt noch nicht mehr reingehen. Ja, es ist nicht mehr so wichtig, ne, das Ganze. Ja. Ne? Genau, wir gehen jetzt auch wieder rein. Ich warte jetzt mal, ob der Bischof geht, der durch außen kommt oder ich glaube, der kommt von außen. Ja. Kommt von außen. Nach katholischer Kirchentradition darf nur der Bischof selbst eine Kirche entweihen. Aber wie findet man dafür die richtigen Worte? Liebe Schwestern und Brüder, es ist kein fröhlicher Anlass. Eher ein Anlass, der zu Herzen geht. Es sind Augenblicke, die zu Herzen gehen, weil Kirche immer mehr ist als nur ein Bau. Wegen Corona dürfen heute nur eine Handvoll Gläubige beim Abschiedsgottesdienst dabei sein. Viel mehr waren allerdings bei normalen Messen auch nicht da. Verdiente Gemeindemitglieder haben immerhin die Chance, dem Bischof ihre Meinung zu sagen, per Videobotschaft. Ich war 17 Jahre lang hier Pfarrer. Und nachdem in der Zeitung bekannt geworden war, dass die Kirche abgerissen werden soll, da hat ein Mann aus der Pfarrei
mich auf der Straße getroffen und angesprochen. Er hat gesagt, Kirche ist Heimat und Heimat reißt man nicht ab. Ich kann den Beschluss, sie abzureißen, nicht verstehen. Das ist dann so ein Satz, der nachhallt. Kirche ist Heimat und die reißt man doch nicht einfach ab. Aber es ist der Kern unseres Glaubens, das dürfen wir nie vergessen. Wir halten nicht fest, auch nicht an Steinen, sondern der Stein ist weggewälzt bei der Auferstehung. Es ist vielleicht heute nicht der Tag, um über die zahlreichen Kirchenskandale zu sprechen. Aber alle hier wissen, trotz der schönen Worte des Bischofs, die Entweihung ist ein Symbol für die Krise ihrer Kirche. Und am Ende auch schlicht ein bürokratischer Akt. Nach Abwägung der Gründe und nach Anhörung des Priesterrates, gemäß Kanon 1222, Paragraph 2 des Kirchenrechts, ordne ich daher hiermit Folgendes an. Die Kirche St. Norbert in Kaiserslautern wird mit Wirkung vom Ende des Profanierungsgottesdienstes heute, 16. Januar 2021, für profan erklärt. Die Gemeinde verlässt ihre Kirche. Es ist ein stiller Abschied. Das Allerheiligste ist aus dem Tabernakel verschwunden, das ewige Licht erloschen. Ich habe hier geheiratet, meine Kinder sind getauft, meine Kinder sind hier zur Kommunion gegangen, eine ist auch getraut hier. Natürlich sind viele Erinnerungen dran. Und genauso gut weiß ich auch noch, bevor die Kirche gebaut wurde, hatte man ja eine Notkapelle. Und die Leute waren so dankbar drum und war gut besucht. Und auch unsere Kirche am Anfang. Die alten Leute sind alle weggestorben und die Jungen kommen nicht. Bischof Wiesemann, ich kann mir vorstellen, es gibt sehr viele schöne Tage im Leben eines Bischofs, aber das heute ist wahrscheinlich das, was man sich nicht wünscht. Wie hat sich das denn für Sie angefühlt, die Kirche hier zu entweihen oder zu profanieren, wie es im Kirchendeutsch heißt? Es ist immer etwas, was zu Herzen geht, weil man weiß, wie viele Menschen hier auch eine innere, eine geistliche und auch eine emotionale Beziehung zu haben. Jetzt geht es ja aber nicht nur um diese eine Kirche. Es gibt ja bundesweit Hunderte, die auf Abrisslisten stehen. Ist das auch ein Zeichen für den Rückzug der Kirche aus der Mitte der Gesellschaft? Also, wenn hier eine Kindertagesstätte dafür entsteht, dann ist es ein deutliches Zeichen, dass wir uns nicht aus der Gesellschaft heraus zurückziehen. Es ist ein Zeichen der Krise, eine Krise des Glaubens, auch eine Krise der Kirche, auch als Institution aus vielen Gründen auch. Und das müssen wir auch wahrnehmen. Diese Kirchenkrise, von der Sie sprechen, ist das vielleicht vor allem ein Ergebnis der Missbrauchsskandale? Also ist das Vertrauen der Menschen so erschüttert, dass viele sich ganz bewusst von der Kirche abwenden? Mit Sicherheit ist der Glaubwürdigkeitsverlust, den wir zweifellos durchleiden, und ein ganz wichtiger Grund. Und es ist ja nicht so, ich bin ja auch zu erschüttert und das berührt und mich persönlich auch. Und gleichzeitig können wir hier auch nur alles tun, was in unserer Macht steht, damit solche schlimmen Dinge nicht wieder passieren aus der Vergangenheit, aber eben auch Aufarbeitung und Licht in das Dunkel der Vergangenheit bringen. Was uns ganz überrascht hat, wir haben sowohl mit Pfarrer Doll, von dem wir schon gesprochen haben, heute ein Interview geführt, aber auch mit älteren Gemeindemitgliedern hier, wo wir gedacht haben, das sind eigentlich die, die so eher für die konservative Kirche stehen. Ganz im Gegenteil, die sagen, Mensch, unser Laden, der muss endlich sich öffnen, da müssen Reformen her, da muss neuer Schwung rein, da müssen die Frauen was zu sagen haben. Spüren Sie das, diesen Druck, der da auch von unten kommt? Und ich halte das auch für richtig und der soll auch ruhig also weitergegeben werden. In Bornheim bei Bonn treffen wir einen der wortgewaltigsten Katholiken und Kirchenkritiker Deutschlands, den Psychiater und Theologen Manfred Lütz. Er war unter drei Päpsten Mitglied im Vatikanischen Rat der Laien, hat Bestseller geschrieben über Gott und die Kirche und deren Probleme schonungslos analysiert. Dass die Bischöfe immer mehr Gotteshäuser entweihen, das hält er für das genau falsche Signal an die Gesellschaft.
mein Eindruck ist, dass die Bischöfe vielfach überfordert sind. Sie sind überfordert davon, die haben Theologie studiert, ja, und sollen jetzt ein Großunternehmen rückbauen. Und die Bischöfe sind zum Teil auch ganz sauer dann, wenn sie erleben, dass die Leute das nicht wollen. Und dann sagen die Bischöfe zu Recht, ja, dann geht doch in die Kirche. Wenn ihr alle in die Kirche gehen würdet, dann hätten wir das Problem nicht. Aber ihr geht ja nicht in die Kirche. Wir brauchen die vielen Gebäude gar nicht mehr, ja. Und dann sagen die Leute aber, wir wollen aber unsere Kirche haben. Und ich glaube, dass die Leute da Recht haben. Eine Kirche in einem Dorf zum Beispiel, wenn sie so über die Landschaft schauen, macht aus einem Dorf eigentlich ein Dorf. Macht eine Gemeinschaft, selbst wenn da keiner mehr reingeht, aber macht eine Gemeinschaft, ja. Während wenn sie die Kirchtürme wegnehmen aus den Dörfern, dann sind das nur noch Agglomerationen von Mehrfamilienhäusern. Deswegen glaube ich, dass Kirchen mehr sind als nur Funktionsgebäude, sondern sie sind auch Zeigefinger, die nach oben weisen zum lieben Gott hin. Er ist der Mann, der den Rückbau der Kirchen im Südwesten maßgeblich organisieren soll. Linus Becherer, Immobilienmanager der Erzdiözese Freiburg. Sein Bischof hat der Kirche kürzlich eine radikale Schrumpfkur verordnet. Alle 5.430 Kirchenimmobilien werden von Becherer auf ihre Effizienz kontrolliert. Es gibt Befürchtungen, dass 1.600 Gebäude, Pfarrhäuser, Gemeindezentren und Kirchen zum Verkauf oder Abriss freigegeben werden könnten. Ich kann mir vorstellen, dass die eine oder andere Gemeinde da auch ganz schön erschrickt, wenn der Immobilienverwalter aus Freiburg kommt und sagt, wir müssen über dieses und dieses Gebäude sprechen. Ja gut, wir kommen ja nicht mit einem Direktiv. Wir sind ja eher beratend, begleitend, helfend unterwegs. Die Kirchengemeinden wenden sich an uns, wenn sie Hilfe benötigen. Und von daher sind die Kirchengemeinden dankbar, wenn wir kommen. Aber schmerzhafte Prozesse sind es ja trotzdem, weil es geht ja darum, sich von Dingen zu trennen. Ne? Es sind schmerzhafte Prozesse und da gibt es auch, sag ich mal, kontroverse Diskussionen innerhalb der Kirchengemeinden, wie wir versuchen, den Immobilienbestand vor Ort so zu reduzieren, dass wir uns auf eine Kernimmobilie zurückziehen. Aber das sorgt natürlich für Emotionen vor Ort. Sämtliche Immobilien der Erzdiözese Freiburg hat Becherer in einer Datenbank erfasst. Von einfachen Betonbauten bis zu historischen Schönheiten. Alles kommt auf den Prüfstand. Abrisskandidaten sind in einem ersten Schritt die Nachkriegsbauten. Ich kann nach allen Kriterien selektieren, nach Baujahr, nach Renovierungsstand, nach Größe, nach Volumen. Von daher bin ich offen. Wenn die Anforderung an mich herangetragen wird, dass man eine gewisse Selektierung benötigt, sind wir aufgrund unserer Software hier völlig flexibel. Bis 2015 gab es in der Erzdiözese Freiburg noch 1.053 Kirchengemeinden. Die wurden damals zu 224 Seelsorgeeinheiten verschmolzen. Doch weil selbst dafür die Pfarrer fehlen, kommt jetzt die nächste Fusion. Nur noch 36 Gemeinden soll es in der gesamten Erzdiözese geben. Städte wie Freiburg, Mannheim und Karlsruhe haben dann jeweils nur noch eine katholische Gemeinde. Obwohl das Bistum noch große finanzielle Reserven hat, will man jetzt in großem Stil Immobilien aufgeben. Wir werden auf keinen Fall mit den Sakralgebäuden beginnen, sondern wir werden mit den Gebäuden beginnen, die vielleicht wir so oder so nicht benötigen. Also das Pfarrhaus, wo einfach seit Jahren leer steht, tut der Kirchengemeinde momentan nicht weh. Also von daher ist die Welt bei uns noch in Ordnung. Oder wie man so schön sagt, die Kirche bleibt im Dorf. Naja, sagen wir mal, die meisten Kirchen bleiben im Dorf, alle dann doch nicht. Ne? Wie man hinter ihnen auf dem Schirm sieht. Das ist doch eine, die abgerissen werden soll, oder? Wir haben eine Kirche in Mannheim, die wir momentan diskutieren. Hier soll also ein Gemeindezentrum realisiert werden. Hier der bauliche Zustand, wie sich das Gebäude präsentiert. Und anhand von diesen Bildern kann ich von Freiburg aus schon mehr einen ersten Eindruck vermitteln, wie wir mit der Kirche umgehen. Da sind Sie ein bisschen Trennungsberater, ne? Die trennen sich von Liebgewonnenen. Mediator. Mhm. Okay. Ja. St. Peter in Mannheim steht jetzt ganz oben auf Becherers Liste. Demnächst will er die Kirche besuchen. Dann werden wir miterleben, wie die Gemeinde auf die Abrisspläne reagiert.
In St. Norbert in Kaiserslautern wird es ernst. Der Innenraum der entweihten Kirche wird heute komplett geräumt. Die Gemeinde ist schon froh, dass die Kirchenbänke nicht auf die Mülldeponie wandern. Das gesamte Mobiliar wird nach Kroatien gebracht, wo nach einem schweren Erdbeben eingestürzte Kirchen wieder aufgebaut werden. Auf jeden Fall 33 Sitzbänke stehen zur Verfügung, Tabernakel, ja. Dürfen wir mitnehmen und dann eventuell eine der beiden Madonnenstatuen. Und wie gesagt, was uns der Pfarrer Kühner her erlaubt. Das Kreuz auch? Oder? Das Kreuz eventuell auch. Einerseits wird es schwierig sein, den runterzuholen von der Wand, aber wir würden es versuchen auf jeden Fall. So, das heißt, es geht alles nach Kroatien, Herr Kühner? Jawohl, nach Kroatien ins Erdbebengebiet. Frau Volkmar, was machen wir mit dem? Wunderschöne Gewänder, ne? Kroatien oder wir behalten? Machen wir Kroatien, ne? Kroatien. Gut, wunderbar. Fühlt sich denn für Sie noch ein bisschen komisch an, jetzt hier alles leer zu räumen? Oder? Das habe ich noch nie gemacht, wenn ich auch schon über 20 Jahre Pfarrer bin. Aber eine Kirche ausgeräumt habe ich noch nie. Also es gibt in meinem Beruf auch immer wieder Ersterfahrungen. Ja. Wenn man sich Gedanken macht, warum kaum noch jemand hier geht. Und hier in St. Norbert war es ja wirklich so, dass am Ende fast niemand mehr. 12, 15 paar alte Frauen waren da nur noch. Ne? Die alt ganz, ja. Es bringt den Leuten nichts, würde ich sagen. Die vor allen Dingen so interessenlos. Die kommen, die Pfarrer, die kommen in die Kirche, halten die Messe, zack, gehen sie wieder raus. Ohne, mit Begeisterung. Und die Leute wollen einfach angesprochen werden oder irgendwie. Und so, der Anhalt vom Kosovo, der Pfarrer, der war der Mensch, eine Begeisterung. Und da waren die Leute bei und haben gesungen und haben sich gefreut. Und die kommen so interessenlos, so zack, gemacht und fertig wieder raus. Das ist nicht schön. Nur noch wenige Wochen bis zum Abriss. Dann gibt es wieder eine Kirche weniger in Deutschland. Aber was geht damit verloren? Für uns Christen selber ist nicht entscheidend, wie groß die Kirche ist. Ja? Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Da ist Kirche, ja. Und so weit sind wir noch nicht. Also mehr als zwei und drei haben wir ja noch. Ja? Aber ich glaube, so komisch das jetzt vielleicht klingt, die Reduktion der Kirchen ist ein Problem viel stärker für die Nichtchristen in unserer Gesellschaft, für die Gesamtgesellschaft. Gregor Gysi hat gesagt, er sei Atheist, aber habe Angst vor einer gottlosen Gesellschaft, wenn die Solidarität abhanden kommen könne. Sozialismus sei schließlich nichts anderes als säkularisiertes Christentum. Und tatsächlich, die Christen selber wissen es zum Teil gar nicht. Mitleid ist eine christliche Erfindung. Die Heiden hatten kein Mitleid. Ein Behinderter war für einen Römer, für einen Griechen, war jemand, der von den Göttern geschlagen wurde. Mit dem beschäftigte man sich besser nicht, dann wurde man auch von den Göttern geschlagen. Und die Christen haben die Schwachen, die Menschen in Not in den Mittelpunkt gestellt. Darin kann man Christus begegnen. Wir sind wieder in Freiburg, unterwegs mit dem Immobilienmanager des Bischofs. Julius Becherer sagt, ein Abriss ist immer nur das letzte Mittel. Oft seien Umnutzungen die bessere Lösung. Und da gibt es hier ein interessantes Beispiel. Die ehemalige Kirche St. Elisabeth. Der 60er-Jahre-Bau wurde aufgestockt zu einem Wohngebäude. Auf Becherer wartet der Architekt, der die Kirche umgebaut hat. Hallo, schön, dass es klappt. Hi. Prima. Ja, freut mich auch. Toll. Schön. Da haben wir sie. Sieht doch super aus. Was ich beeindruckend finde, ist, dass der Turm jetzt verwertet werden konnte. Herr Becherer, ist das so ein Projekt, was Sie für modellhaft, für besonders gut halten? Ja, wir sind daran interessiert, dass die Kirchen insgesamt eine Perspektive erfahren, über die wir uns Gedanken machen. Und hier in St. Elisabeth haben wir eine gute Lösung gefunden mit der Firma Giesinger unter dem Projekt Churchill, wie man Kirchengebäude intelligent und architektonisch pfiffig lösen kann. Churchill, das ist so eine Mischung aus Kirche und Entspannen, oder? Richtig, genau. Ja. Church war ist die Kirche und Chill ist eigentlich der Turm gewesen. Ja. Und wenn man den Turm heute sieht, das ist tatsächlich so, das ist von der Innenarchitektin, da kann man wirklich chillen. Ja. Ja, und die Kirche ist irgendwo halt doch noch irgendwo Kirche, man sieht es, es ist noch ablesbar, das war uns immer wichtig. Ja. Auch ein Beispiel für andere Kirchenbauten, weil es wird ja doch einiges frei in nächster Zeit. Ja, also ich sag mal so, diese klassische sakrale Kirche mit Zwiebelturm und so weiter, da wird sicherlich schwierig, aber für solche Beispiele gibt es da immer eine Möglichkeit, ja.
Es sollen ja würdige Umnutzungen sein. Das ist Ihrer Meinung nach hier gelungen, oder? Ja, es ist sehr, sehr gelungen. Wir haben im Grunde genommen einfach der soziale Ansatz, in einem Wohngebiet einfach weitere Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Und Freiburg ist einfach ein gesuchter Ort für junge Familien mit entsprechendem Wohnraum. Wobei es sind jetzt keine Sozialwohnungen, es sind schon Eigentumswohnungen für die, die es sich leisten können. Ne? Also ist es kein Sozialprojekt in dem Sinn, ne? Oder? Ja, kein. Aber es war preislich damals im Mittelsegment angesiedelt, war auch sofort weg. Mhm. Vielleicht, was mir noch ein Anliegen ist, als wir die Kirche gekauft hatten, wurde das ja publik und dann haben wir gedacht, das könnte möglicherweise auch für Kritik sorgen. Das Gegenteil war der Fall. Mehr denn je hatten wir Anrufe von Leuten, die hier getauft wurde, die hier geheiratet haben, schon irgendwas, ja. Und die waren alle sehr traurig, dass die Kirche, die sollte eigentlich abgerissen werden, ja, und dass sie erhalten bleibt. Ja. Es ist natürlich keine Kirche mehr, aber man kann immer noch hingehen und sagen, hier wurde mir getraut, hier sind wir zur Kommunion und so weiter und so fort. Wann war denn das vor? Fünf Jahre. Und auch Freunde von mir drin. Wir sind mega glücklich. Also Kirchturm ist ja immer ein großes Thema. Kirchturm abreißen tut vielen Leuten weh. Hier steht jetzt zumindest, ja, der Rest vom Kirchturm, oder? Nee, das ist genau der Kirchturm. Okay. Das Einzige, was fehlt, ist die Glocke. Die ist, glaube ich, nach Afrika gespendet worden von der Kirchengemeinde. Ja. Die hätten wir gern gehabt, aber gut, wenn es für ein gutes Zweck ist, ja. Auch der Kirchturm ist bewohnt. Die Fenster wurden nachträglich in die Wände geschnitten. Insgesamt sind im Turm und dem umgebauten Kirchengebäude 42 Wohnungen entstanden. Leerstehende Kirchen sind aber nicht nur für den Wohnungsbau attraktiv. In Aachen haben sich in der sogenannten Digital Church junge Start-up-Unternehmen angesiedelt. In Metzingen wurde aus dem Kirchenraum eine Kletterhalle. In dieser ehemaligen Kirche in Ofterdingen lebt ein Gelehrten-Ehepaar samt 50.000 Büchern. Und in Mannheim ist ein Tanzzentrum in die ehemalige Trinitatiskirche eingezogen. Hier in Kaiserslautern geht man den radikalen Weg. Kein Umbau, sondern Kirchenabriss, um später an gleicher Stelle eine Kita zu bauen. Heute wird in St. Norbert die Orgel demontiert. 1128 Pfeifen ziehen um in die Nachbargemeinde. Deren Orgel ist seit Jahren marode. Der Kirchenraum, der bis vor kurzem als heilig galt, ist jetzt nur noch eine Baustelle. Pfarrer Olf aus der St. Rochus-Gemeinde besucht seinen Kollegen Kühn zur Orgelübergabe. Das heißt, zum nächsten Mal wird sie bei euch erklingen. Das ist doch wunderbar. Ne? Entlastet Sie der Abriss der Kirche denn finanziell jetzt die Pfarrei? War das der Hauptgrund, dass man es gesagt hat, wir reißen die Kirche ab? Also wenn sie jetzt noch jeden Sonntag ganz gefüllt gewesen wäre, hätten wir sie sicher nicht abgerissen. Aber spüren Sie denn wirklich einen finanziellen Druck in Ihrer Pfarrei? Also merken Sie, dass die Zuweisungen geringer werden, weil die Kirchensteuereinnahmen zurückgehen? Oder? Natürlich. Da höre ich Sie nur lachen. Also die Zuweisungen dieses Jahres, die reell überwiesen wurden, die wurden schon sehr stark gekürzt. Ja. Und natürlich hier hat das Dach gedrückt, das ja undicht ist und das mehrere hunderttausend Euro gekostet hätte zu renovieren. Das sind Kosten, die wir sparen. Ist es insgesamt so, dass Sie beiden sich einfach auf eine kleinere Kirche einrichten müssen? Also auf weniger Gläubige, weniger Kirchensteuereinnahmen? Ist ja nicht absehbar, dass die Austrittswelle aufhört gerade. Ne? Naja, wir wollen der Vorsehung des lieben Gottes ja keine Grenzen setzen. Es kann ja wieder eine andere Bewegung geben. Also es wird sicher eine andere Kirche geben, aber ich hoffe, es wird auch eine lebendige Kirche geben, auch eine Kirche, deren Stimme gehört wird, weil sie, das wäre so meine Hoffnung, echt authentisch und glaubwürdig ist. Ich denke, da haben wir uns in den vergangenen Jahrzehnten auch manchmal ganz schön verrannt und unglaubwürdig gemacht. Ich denke, das wäre so meine Hoffnung, eine glaubwürdige Kirche, die ausstrahlt. Und wo muss die Kirche besser werden, die katholische? Sie meinen, bereicht die Sendezeit nicht, oder? Die Frauengemeinschaft schaut noch mal vorbei, auch wenn es weh tut. Schlimm, schrecklich, wie das aussieht. Ganz traurig. Traurig. Sehr traurig. Ach, unser Jenny Kirsch. Schön. Ja. Wir waren eine richtig lebendige Pfarrei, wir haben alles gemacht. Von Frühlingstanz bis Herbsttanz,
von unten die Pfarrfeste gefeiert. Na, die waren ja, ja immer. Waren ja. Und die Pfarrfeste waren immer schön. Wir haben 30 Messdiener gehabt. Ja. Ja. Jetzt waren es noch 30. Zwei am Ende. Ne? Ja. Jetzt haben wir noch ein Mädel, das ist auch schon 30, glaube ich. Ja. Und die Obermessdiener. Ne? Nachwuchs ist Mangelware. Die Kirche spielt in den meisten jungen Familien einfach keine Rolle mehr. Die Zahl der katholischen Taufen hat sich innerhalb von 15 Jahren bundesweit fast halbiert. Die Frauen lassen sich die Chance nicht nehmen, heute zumindest einmal kurz den Altar zu erobern. Wie ist es denn mit Ihrem Frauen, mit Ihrer Frauengemeinschaft? Wurden Sie denn gehört, wahrgenommen, Ihre Interessen, oder? Doch, wir haben ja alles gemacht. Ja, ja. Die Tätigkeiten wurden wahrgenommen. Solange man geputzt hat und ja. Lektoreplan habe ich gemacht, ne? Und Sekretanin habe ich gemacht. Alles aber, schön, ja, ja. Bei uns in der Gemeinschaft, wenn wir schon Sitzungen gehabt haben, wurde alles schon besprochen, aber das kommt oben nicht an. Jetzt stehen Sie ja heute mal am Altar, aber einer entweihten Kirche. Wäre es denn nicht auch an der Zeit, dass Frauen wirklich am Altar stehen? Natürlich wäre es Zeit, aber das ist ein Riesenproblem. Das sprengt hier den Rahmen. Das ist wirklich, also wenn wir davon anfangen würden zu reden. Also ich könnte mir das nicht vorstellen, dass ich da stehe. Ach, das wir erleben es nimmer. Nee. Aber für das unsere wird, Enkel würde ich mir das wünschen. Ja. Die könnten sich das auch vorstellen. Also ja, die sind doch ganz anders groß geworden. Die Pfarrei ist jetzt sehr groß geworden. Es ist halt nicht mehr eine Kirche, ein Pfarrer, sondern es sind jetzt 6, 7 Kirchen, ein Pfarrer. Ja. Ja. Gemeinden, ein Pfarrer, genau so. Ja. Aber und deswegen meine ich, die Pfarrer, die rennen von einer Stelle zur anderen. Von einer Gemeinde in die andere. Und nirgendwo können sie, oder ich traue mich auch nicht, nach der Messe irgendeinen Pfarrer was zu fragen. Was mir vielleicht jetzt in der Predigt aufgefallen ist oder im Evangelium eine Frage wäre, ich traue mich nicht, einen Pfarrer aufzuhalten und zu sagen, erklären Sie mir mal das bitte. Der hat schon wieder einen Termin, wo er hin muss. Und deswegen meine ich, wir bräuchten Seelsorger und keine Buchhalter und Statistiker. Im Südwesten viel auf Achse sein, das gehört für Linus Becherer zum Job. Der Immobilienmanager der Erzdiözese Freiburg macht sich, gerade bei problematischen Kirchen, gern ein Bild vor Ort. Heute ist er unterwegs zu St. Peter in Mannheim. Ein Kandidat für die, wie es im Kirchendeutsch heißt, Umwidmung. Umwidmung klingt jetzt harmlos. Geht es da auch um einen Abriss möglicherweise? Das hängt natürlich davon ab, wie der Denkmalschutz das Ganze einschätzt. Wir können erst abreißen und uns über Abriss Gedanken machen, wenn wir mit dem Denkmalschutz ein Einvernehmen erzielt haben. Im Vorfeld hat sich eins gezeigt, die Umnutzung der Kirche ist für die Menschen vor Ort nicht das Problem, aber es geht um einen Turm. Der ist 51 Meter, ist stadtbildprägend. Und die Frage ist, wie gehen wir mit dem Turm um? Was können wir mit dem Turm immobilienwirtschaftlich entwickeln? Und gibt es eine Perspektive für den Turm? Dann gucken wir uns das jetzt mal an. Wird spannend heute. Die Kirche wurde 1921 erbaut. Der Turm ist der höchste Mannheims. Doch die Probleme sind hier wie überall. Der Gemeinde fehlt das Geld für dringend erforderliche Sanierung. Und einen eigenen Pfarrer für die Kirche gibt es schon seit langem nicht mehr. Becherer ist verabredet mit dem Dekan der sogenannten Seelsorgeeinheit, die 6 früher eigenständige Gemeinden umfasst. Und auch der Sprecher des Gemeinderats ist gekommen. Die Gremien haben kürzlich zugestimmt. Die alte Kirche soll abgerissen werden. Die Caritas will ein Seniorenzentrum bauen. Das könnte sich rechnen. Ein lukratives Sozialprojekt ersetzt ein defizitäres Kirchengebäude. Selbstverständlich ist die Gemeinde vor Ort nicht erfreut darüber, wie die Pläne jetzt sind, ihre liebgewonnene Kirche in ein Gemeinde- und Caritas- und Gemeindezentrum umzuwidmen. Allerdings sind uns natürlich aufgrund von der aktuellen Kirchensituation, die ja sicherlich jedem bekannt ist, die Hände gebunden und wir müssen Entscheidungen treffen. Ja gut, wir trennen uns ja nicht von der Kirche, sondern sie wird umgewidmet und wir sehen in den Umbauplänen der Kirchengemeinde eine Perspektive. Es kommt ein Kapellenraum rein, die Jugend kriegt entsprechende Räumlichkeiten und das entspricht genau unserem Anforderungsprofil. Von daher alles gut und das können wir bestens mittragen.
Das Konzept 2030 ist hier nicht nur eins, was sich auf Immobilien bezieht, sondern insgesamt auch auf eine Strukturreform. Das heißt, Sie haben ja ohnehin in Mannheim schon viele Zusammenlegungen und Fusionen hinter sich, von Gemeinden zu Seelsorgeeinheiten, zu noch weniger Seelsorgeeinheiten. Und jetzt wird es dann irgendwann in Mannheim nur noch eine Großpfarrei geben. Was bedeutet denn das fürs Gemeindeleben? Das stellt doch schon einiges auf den Kopf, ne? Ja, das ist richtig. Deswegen beschäftigen wir uns mit dieser Frage auch ganz entscheidend. Denn ein Ziel für uns ist, dass wir auch in Zukunft den glaubenden und suchenden Menschen irgendwie eine Heimat bieten wollen. Trotzdem könnte es ja durchaus so sein, dass es in der Öffentlichkeit so wahrgenommen wird, als die katholische Kirche ist auf dem Rückzug. Sie verabschiedet sich von Gebäuden, sie fusioniert die Gemeinden, sie wird in gewisser Weise einfach kleiner, kompakter. Ne? Ja. Rückzug, ja, ich würde mal sagen, das stimmt, das sind wir tatsächlich, weil wir gucken müssen, wie wir aber in die Zukunft gehen. Also einfach nur abwarten und sagen, jetzt werden wir da kleiner, jetzt machen wir das zu. Das ist nicht unsere Vorstellung von Kirche und von christlichem Glauben, sondern dass wir selber mitdenken und sagen, auch wenn wir weniger Finanzen haben, wenn wir weniger Gläubige haben, wenn wir weniger Priester und pastorale Mitarbeiter haben, insgesamt in der Erzdiözese, geben wir da nicht auf, sondern suchen wir dann neue Wege, wie wir dann auch Christsein und Kirchesein in der Zukunft leben können. Also mit dem GV habe ich es auch besprochen, letzte Woche hatte ich ZVG, ja. Und er sagt auch, wir müssen alles tun, damit man uns keinen Vorwurf macht, wir hätten hier voreilig irgendwas abgerissen. Und die Fleißabgabe. Und das sollten wir uns nicht eintun, nee. Irgendeine Lücke lassen. Nee. Dass auch der Kirchturm abgerissen wird, dagegen gibt es in der Gemeinde noch erheblichen Widerstand. Er ist eines der wenigen Bauwerke im Stadtteil, das den Zweiten Weltkrieg überlebt hat. Und jetzt soll er ein Opfer der aktuellen Kirchenkrise werden? Das ist für viele unvorstellbar. Wir begleiten den Immobilienmanager und den Dekan ins Gewölbe des historischen Kirchturms. Er ist schon ein großartiges Bauwerk. Der hat eine hohe symbolische Wirkung. Das ist einfach, das für Leute, die hier wohnen, ist das ein Identifikationszeichen. Das verstehe ich auch ein Stück weit. Man ist den gewohnt seit Jahrzehnten. Wenn man mit dem Zug hier reinfährt nach Mannheim, sieht man als einem der ersten Gebäude den Turm von St. Peter. Das ist schon tatsächlich so. Aber wir müssen halt immer auch schauen, der Turm muss auch unterhalten werden. Die Verkehrssicherungspflicht muss klar sein. Und wir können es halt nicht mehr von der Seelsorgeeinheit, von der Kirchengemeinde her finanzieren. Jetzt sagte Karl Jung, wir können den Turm nur erhalten, wenn uns das nichts kostet. Aber wo könnte denn das Geld dann überhaupt herkommen, um den Turm zu retten? Ja gut, ein Turm in dieser Lage mit dieser Galerie oben wäre nicht schön, das kann man als Wohnraum nutzen. Vielleicht gibt es eine Privatperson, vielleicht einen Architekt, der sagt, jawohl, ich wollte schon immer einen Turm bauen auf 51 Meter mit Blick über Mannheim mit dieser Galerie, das ist doch was und vielleicht finden wir so jemanden, dann hätten wir eine Chance. Gemeldet hat sich bislang allerdings niemand. Und auch in der aktuellen Immobilienbewertung der Diözese steht, dass ein Abriss die wahrscheinlich beste Lösung wäre. Auch Dekan Jung hat sich längst mit dem Gedanken angefreundet, dass Mannheims höchster Kirchturm fallen könnte. Wenn man so eine Verantwortung hat und auch weiß, wie das alles unterhalten werden muss und so. Ich habe da schon ein Stück weit Verständnis, dass man sich die Fragen stellt, wie man mit umgeht. Ja. Und nicht einfach nur abwartet. Ja. Wartet. Und irgendwann ist man in der Sackgasse und weiß gar nicht mehr weiter. Ja, klar. Sondern dann muss man jetzt schon gucken, damit man andere Gebäude, sowohl Kirchen wie Gemeindezentren oder sonstige Einrichtungen, auch wirklich halten kann. Mhm. Und natürlich kommt es bei vielen nicht so gut an. Das weiß ich auch. Aber das ist so der Erstblick drauf. Ja. Und dann muss man eigentlich mal ein bisschen tiefer einsteigen. Ja. Ja, klar, okay. Bleibt spannend. Ja, ja. Bleibt spannend, ganz genau. Ja. Okay. Ja. Also schön. Ja, so ist es daraus, gell? Es ist absehbar, dass die Kirche und wohl auch der Turm bald fallen werden. Und die Hoffnung, dass es vielleicht doch noch einmal aufwärts geht mit der Kirche, ist kaum irgendwo zu spüren. Wo bleibt das Aufbäumen? Wo bleibt das Lautwerden?
Wo bleibt das Besinnen auf die eigenen Stärken? Also ich habe zum Beispiel mal die Idee gehabt, eigentlich in jedem Bistum müsste es 3 Mitarbeiter des Bistums geben. Es gibt 900 Angestellte im Kölner Generalvikariat. Also 3, die keinen Schreibtisch haben, sondern nur einen Dienstwagen. Und die ganze Zeit durch die Diözese fahren und überall fragen in den Gemeinden, was habt ihr an besonderen Ideen, was habt ihr an besonderen Initiativen? Es gibt wahnsinnig viele tolle Initiativen, von denen aber keiner richtig was mitkriegt. Also dass man wirklich schaut, was ist das Gute am Schlechten der Krise der Kirche? Was ist immer noch gut trotz der Kirchenkrise? Und wie kann man mehr von dem tun, was funktioniert und was auch wichtig ist und was vom Kern der Kirche her wichtig ist? Weniger jammern und mehr aufs Positive gucken, meinen Sie? Ja, jammern macht gesellig, sagt die Psychologie. Das ist natürlich auch immer ganz schön, gemeinsam zu klagen und zu jammern. Aber ich finde in der Tat, in der Kirche wird zum Teil zu viel geklagt und zu wenig geschaut, wo funktioniert jetzt schon etwas und wo könnten wir Schritte machen, die schon im nächsten Jahr funktionieren und nicht erst am Sankt-Nimmerleins-Tag. In Kaiserslautern sind die Bagger angerollt. Die Kirche St. Norbert wird abgerissen. Heilig gesprochen wurde Norbert, weil er im 11. Jahrhundert dem Reichtum der Kirche abschwor und ein Leben als Asket führte. Heute wird seine Kirche weggebaggert, weil der Diözese Speyer die Sanierung zu teuer ist. Übrig bleibt ein Stadtteil ohne Kirche. Wir sind 55 Jahre in dieser Pfarrei gewesen. Die letzte goldene Hochzeit da drin gefeiert. 3 Kinder, 4 Enkelkinder da drin getauft. Und dann kriegt man 4 Wochen vorher gesagt, die kommt weg. Nee, schlimm. Für mich ist die Kirche gestorben. Traurig. Sehr traurig, ja. Der kleine Herr solle hier zur Kommunion gehen. Hat mir müssen wechseln. Ja. Schrecklich. Ich bin erschüttert, obwohl ich ja wusste, was kommt. Ich weiß nicht, wie was geändert werden kann. Ich bin im Moment auch ein bisschen resigniert. Während der Abrissbagger Fakten schafft, treffen sich Frau Biali und die anderen letzten aufrechten Kirchgängerinnen in der evangelischen Nachbarkirche zum Gottesdienst. Die Pastorin bietet den katholischen Brüdern und Schwestern Asyl. Und auch hier bekommt Pfarrer Kühn den Unmut seiner Gemeinde wieder voll zu spüren. Jawohl. Das weiß ich nicht. So, und Sie haben heute Morgen auch schon an St. Norbert vorbeigeschaut? Ja, da muss ich ja vorbei. Ja. Wenn ich den Umweg machen muss. Ist nicht so schön, gell? Nein, man reißt keine Kirche ab. Das macht man nicht. Aha. Müssen wir jetzt mitleben. Aber wir haben ja hier unsere Kirche jetzt, gell? Die ist nicht, nee. Da fühle ich mich nicht wohl. Herr Kühn, Kirche reißt man nicht ab? Ja, Kirche reißt man nicht ab, wenn man keine Alternativen dazu hat, meine ich. Da hat sie recht. Und natürlich tut das weh, wenn man jetzt die Fassade fallen sieht. Der Unmut, der jetzt immer noch zum Teil da ist, haben Sie das ein bisschen unterschätzt auch? Nee, da habe ich mit gerechnet. Nur ich denke, wir haben das sehr gut kommuniziert und mit allen immer gesprochen und müssen natürlich jetzt in der Trauer die Menschen begleiten. Was mich hier ärgert, hier liegt ein Kreuz auf dem Boden. Das kann nicht sein, zwischen Schutt und Asche liegt unser Herrgott abgedeckt in Plastik. Da fehlen mir die Worte. Eine Schweinerei ist es. Eine Schweinerei.
Der Pfarrer argumentiert ja, am Ende waren nur noch so wenig Leute in der Kirche und die Sanierung wäre so teuer gewesen, dass es einfach nicht mehr lohnt. Na gut, warum die Kirche sollte sich mal selber fragen, warum die Leute nicht mehr kommen. Die hat doch auch Dreck am Stecken. Missbrauchen alles, was sie machen. Die Millionen, wo sie rumschmeißen für Unnötiges, alles in der Welt. Also die Kirche selbst muss sich auch ändern. So kann es nicht mehr weitergehen. Ein frommer Wunsch. Allein, es fehlt der Glaube.